So, gehabt euch wohl, geschaufelter Ritter. Kehre zurück, so du erneut meine Hilfe bedarfst. Mach's gut, Abfischkönig. Bist ein cooler Dude. Und auch ein bisschen merkwürdig. Gucken wir mal hier rein. Hilfe! Dornen! Wenn ich mich nur ausblenden könnte, dann könnte ich rüber und mir Schätze holen. Das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben hier das Medaillon der Unbesiegbarkeit sozusagen. Da können wir einfach mal, zack, rüberlaufen. Das ist ja praktisch. Oh nein! Das war jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig gesprungen an der Stelle. Ich wusste nicht, dass man von denen zurückgebounced wird. Also nochmal das Ganze von vorn. Einmal so getan. Hier ein bisschen Platz gemacht. Wollen wir uns das da oben wirklich holen? Ich glaube ja. So. Okay, nein, wir wollen uns das zumindest nicht so holen. Dann sollten wir vielleicht doch lieber die Unbesiegbarkeit an der Stelle verwenden. Mir juckt die Nase. Okay. Ja, das geht ganz gut von der Hand. Hopp. Man muss das Medaillon hier an der Stelle ein bisschen spammen. Oh, hier ist noch was versteckt, sehe ich gerade. So. Okay. Easy, sage ich da mal. Easy. Oh. Die sind relativ schwer zu besiegen, diese Gegner. Die haben relativ viel Energie, deswegen mache ich die jetzt nicht platt. Obwohl, wir können es vielleicht mal bei einem probieren jetzt hier an der Stelle. Wenn mal einer vorbeikommt. Zack, zack, drei, vier. Oh, nur viermal. Eins, zwei, drei, viermal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ja. Haben wir ja richtig gezählt. Also wenn man gerne möchte, kann man das Spiel auch mit sehr, sehr viel Skill spielen. Aber, also, ich glaube aber, man braucht allgemein auch ein bisschen Skill für das Spiel. Autoscroller Level. Jeder liebt sie! Denn sie sind das Beste, was die Computerspiellandschaft zu bieten hat. Lang. In den Dingern sind ganz oft wertvolle Rubine drin. Die auch bringen uns ja nur 60. Naja, aber lieber 60 als gar nichts, ne? Den nach oben grabbeln. Hopp. Halt. Ja, das ging eigentlich ganz gut von der Hand. Habe ich jetzt schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Autoscroller sind eigentlich immer der Tod. Haben wir noch irgendwas? Notenblatt? Not noch nicht, glaube ich. Lass mal zum nächsten gehen. Was ist das? Ah, okay, da kommt Feuer raus, wenn wir drauf springen. Okay. Ja, kein Problem, sag ich mal. Oh, okay. Also so lange darf man auch nicht drauf stehen bleiben. Das muss ich jetzt an der Stelle mal ausprobieren. Das ist eine Ratte. Die explodieren. Okay, Ratten explodieren. Also alles wie im echten Leben. Das sieht
so aus, als ob da oben links was versteckt ist, ne? Hier so. Oh, tatsächlich. Autsch. Was ist das denn? Das macht ja alles aua. Oh nein! Nicht die Dinger kaputt machen! Oh nein! Nein, 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 nein! Ich, wir wollen noch den Loot. Auch wenn es nicht viel ist. Aber lieber Loot als Ka. Oh Gott, das war nicht gut. Wir verlieren den Loot. Oh, noch vor dem ersten Checkpoint runtergefallen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Naja. Machst du nix, sag ich da mal. Hui. Dafür können wir jetzt einfach durchrennen. Hä, hey, wieso waren da jetzt in der Ratte noch Geld drin? Das verstehe ich ja gar nicht. Okay. Oh. Das muss ich jetzt mal eben einsetzen, unsere Unsterblichkeit. Wir müssen den Fahrstuhl mitnehmen, merke ich gerade. Und zack. Ah, Checkpoint. Oh, da ist wirklich was versteckt. Das wollte ich nämlich das letzte Mal mitnehmen. Hab's aber nicht geschafft. Ach was. Okay. Ein Notenblatt. Yay. Und dafür. Wow. Willst du hier noch irgendwas Verstecktes? Okay, das kommt mir erstmal vor wie nein, hier ist nichts weiter versteckt gewesen. Groß wirklich. Wow. Was war denn das? Okay. Hier ist dann jetzt ab sofort ein wenig Konzentration angesagt, habe ich das Gefühl. Oh! Mensch, erschreck mich nicht so ein Ding. Ah, wir haben ja noch die Invincibility. Die könnte man noch ab und zu mal verwenden, oder? Komm, wir benutzen hier einfach mal ein bisschen mehr. Ja, ich dachte, da wäre noch was versteckt gewesen. Aber anscheinend, obwohl vielleicht da an der Wand war. Ah, zu spät. Na egal. Aber was ist denn das für ein komischer Ekelkäfer? Wir benutzen hier einfach unsere Unsterblichkeit. Hopp.
und zischen direkt ab. Autsch. Nicht die schon wieder. Au! Au! Boah, der macht ja alles kaputt. Das ist ja eine Sau. Die explodiert einfach alles bei dem. Das ist unglaublich. So, hier Loot bitte. Danke. Oh, wir können das auch kaputt machen. Nichts gut. Okay, wie sollen wir da rankommen? Da hätten wir von weiter oben rangekonnt wahrscheinlich. Ob der noch weiter jetzt oben springt? Wahrscheinlich nicht, ne? Na, dann machen wir halt kaputt. Crazy people. Was ist das für einer? Okay. Hä? Was ist das für ein Hulk-Typi? Autsch. Ach, schade. Ach, zum Glück hat ein Hühnchen gedroppt. Wir hatten noch 2 Lebenspunkte. Das wäre eventuell noch schwierig geworden. Oh, ein Apfel, was auch immer er macht. Autsch. Wow. Okay, lass mich in Ruhe. Wir benutzen einfach wieder ein bisschen Magie. Huh! Knapp! Oh la la. Was ist das für ein Gierotyp? Ey, das ist ein Schaufel-Dude. Karate. Ja, aber okay, dann, wenn die so einfach sind, wenn wir die bloß einmal anschaufeln müssen, dann ist das ja kein Problem, sag ich mal. Dann stecken wir halt den Schaden ein und dann... Was ist das? So. Easy. Oh, da oben ging es weiter, ne? Oh, zu spät mitbekommen. Hey. Ist ein unfairer Kerl. Ich das spuckt wieder wie Sau. Und ein bisschen Invincibility an. Und noch eins. Hopp, kommt noch eins. Nur weil es Spaß macht. Und noch eins. Hopp, hopp. Au. Okay. Der ist schon ganz schön lang, der Level jetzt, ja. Aber dafür hat man ja auch viele, viele, viele Checkpoints. Plug Knight.
Hey, lass mich! Zeig dich, Plug Knight. Deine Trickserei hält mich nicht auf. Trickserei? Hey, die Früchte meiner Forschung sind nicht bloß ein Trick. Boom, hihihihi. Und jetzt erteile ich dir eine Lektion, ja? Ich kann dir versprechen, hihi, das wird eine wahre Erleuchtung. Okay. Autsch. Autsch. Oh, Alter, Wetter, Alter, was ist hier los? Ha? Wir brauchen Invisibility. Alter, jetzt war gut hier. Junge. Okay, wir haben keine Invincibility mehr. Wir sind nicht mehr unsterblich. Jetzt. Ah, komm schon. Na. Nein, er hatte nur noch ein halbes Leben. Jo, die zweite Story mit Plug Knight, die habe ich auch schon freigeschalten, aber ich wollte erstmal. Ich wollte erstmal jedem die eigentliche Story zeigen. Die Original sozusagen. So, Plug Knight, was ist los? Ups. Boah, ist ein. So ein Typ, ey. Boah. Der ist so richtig nervig, der Typ. Ich springe immer wieder da oben rein. Ich falle immer wieder drauf rein, ne? Hey. Schaffen das schon. Aha. Monsieur Plug. Hat er nur noch ein Live. Und da ist er down. Yes. Oh la la. Und da tun wir wieder unsere ritterliche Arbeit nach wieder getanen Arbeit und schlafen runter, graben unser Feuerchen aus. Ich würde sagen, wir brauchen noch ein Level, dann lassen wir es für heute erstmal gut sein oder so. Was hattet ihr von der Idee? Einen richtigen Level noch? Nach dem Typen hier. Und dann können wir das nächste Mal an der Stelle einfach weitermachen. Nördlich von Stolzmoor an der Gabelung in Westen. Ach Mist, ich muss schon dran vorbei sein. Wohlan, werter Reisender. Oh, vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ich wollte... Moment mal, du bist der Ritter mit der Schaufel. In der Tat. Ich bin der... Der Ritter mit der Schaufel, der... Das Dorf bedroht hat. Ich kann dir versichern, dass ich niemals... Willst du mit der Schaufel der Unschuldige begraben? Deine Herrschaft des Schreckens endet jetzt. Okay, da will also Streit. Wow. Wow. Au. Der macht nicht mal groß was. Wohl, warte mal. Oh.
Na, das kann nicht sein. Ja, schmeiß deine blöden Kacker-Dinger. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Puiuiuiui, das wäre ja doch noch beinahe in die Hose gegangen. Ja, 1500 Gold haben wir jetzt von ihm bekommen. Ich glaube, wir müssen langsam mal wieder ein bisschen Kohle ausgeben. Gib mir das Stärkste, was du hast, du Schuft. Streck mich nieder. Ich bin kein Schuft. Wir kämpfen gegen den gleichen Feind. Wir... Tun wir das? Warum hast du das denn nicht gesagt? Puh, jetzt komme ich mir aber blöd vor. Nimm's leicht, mein Freund. Ritter sind am stärksten, wenn sie zusammenarbeiten. Genau, Ritterkodex, erster Schwur. Immer allen in Not helfen. Mach sie fertig, Shovel Knight. Dankeschön. Dun, 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 dun. So. Kaboom. Auf ins Dorf, Geld ausgeben. Oh, da freut sich schon jemand. Hallo. Oh, wundervoll. Ja, ich habe Geld für dich. Tschüss. Ich glaube, wir sollen jetzt erstmal irgendwie ganz viel Lebensenergie kaufen. Können wir uns noch eins leisten? Hä? Danke, dass du mir... Jetzt habe ich keine mehr. Oh. Okay, also wir sind jetzt sozusagen full of life. Mehr Essensmarken können wir von dem Typen nicht mehr kaufen. Das ist natürlich, ne? Ah, lass mal hier runter gucken zu dem blauen Mann. Haben wir... Ja, genau, wir haben nämlich die Alchemie-Münze gar nicht mitgenommen im letzten Level. Du bist nur einen Münzwurf von Reichtümern entfernt. Was auch immer sie bringen, wir nehmen sie einfach mal mit. Tschüss. Achso, wir hätten uns Magie dafür kaufen können, ne? Hm. Achso, 3-4 nur. Ha. Dankeschön. So. Und nun auf in den nächsten Level.